domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Nach dem Tod von Prinz Philipp trauern Großbritannien und die Welt um den Ehemann von Königin Elisabeth II. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Queen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Am Wochenende gedachte Großbritannien des am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorbenen Prinzen mit Salutschüssen und Schweigeminuten. Unterdessen trafen aus aller Welt Beileidsbekundungen ein. Kirchenvertreter sprachen der britischen Königsfamilie ihr Beileid zum Tod von Prinz Philipp aus, darunter auch der anglikanische Primas, der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. For the royal family, as for every other, no words can reach into the depth of sorrow that goes into bereavement. Für die königliche Familie wie für jede andere können keine Worte in die Tiefe des Kummers, die in Trauer geht, das ausdrücken. Wir alle wissen, dass es nicht einfach ein Faktor des Alters oder der Vertrautheit ist. Es wird nicht durch die Realität eines sehr langen, bemerkenswert geführten Lebens ausgelöscht, noch ist die Vorhersehbarkeit der Ankunft des Todes eine Abschwächung des Verlustes. Verlust ist Verlust. Für jeden Menschen wird er individuell empfunden und greift auf unterschiedliche Weise ins Herz. Wir können niemals wissen, wie sich andere fühlen, noch fühlen zwei Menschen das Gleiche. Es ist einfach ein Verlust. Manche ertragen ihn scheinbar leicht, für andere ist er erdrückend. Wir können daraus nichts beurteilen, weder über die Tiefe der Zuneigung, die vorhanden war, noch über die Realität der Trauer, die erlebt wird. Or the reality of grief that is experienced. Der katholische Erzbischof von Westminster, Vincent Kardinal Nichols, erklärte, in diesem Moment der Traurigkeit und des Verlustes bete er für den Verstorbenen, Queen Elizabeth und die ganze königliche Familie. Auch Papst Franziskus kondolierte der Queen zum Tod ihres Ehemanns. In einem Telegramm würdigte er den im Alter von 99 Jahren gestorbenen Prinz Philipp als hingebungsvollen Ehemann und Familienvater sowie seinen herausragenden Ruf im Dienst für sein Land und seinen Einsatz für Bildung und Förderung der jungen Generation. Allen, die über seinen Verlust in der sicheren Hoffnung auf die Auferstehung trauerten, wünschte der Papst Trost und Frieden. In einer Messe in der Kirche Spirito in Sassia hat Papst Franziskus am Sonntag der Barmherzigkeit alle zu Barmherzigkeit aufgerufen. Nur so könnten sie das Evangelium verkünden, sagte der Heilige Vater. Wer einen Beweis dafür suche, dass Gott sein Leben berührt habe, müsse sich fragen, ob er sich über die Wunden anderer beuge. Ohne Barmherzigkeit sterbe der Glaube, so der Papst. An der Messe nahmen unter anderem Strafgefangene und Ordensfrauen teil. Der Weg eines Christen beginne mit Gottes Erbarmen, sagte Franziskus. Er erklärte, das Neue von Ostern geschehe im Zeichen der Barmherzigkeit. Jesus befreie aus lähmender Verschlossenheit und zerbreche die Ketten, die das Herz gefangen hielten. Das Kirchenoberhaupt betonte dabei, Gott liebe die Menschen mehr als sie sich selbst. Für Gott sei niemand verfehlt, niemand nutzlos, niemand ausgeschlossen. Jeder habe eine unersetzbare Mission zu erfüllen. Weiter warb der Papst für das Bußsakrament. Im Zentrum stünden nicht die Menschen mit ihren Sünden, sondern Gott und seine Barmherzigkeit. Zum 100. Todestag von Caritas-Gründer Lorenz Wertmann haben Vertreter von Kirche und Caritas seine Arbeit und die des katholischen Sozialverbands gewürdigt. Caritas-Präsident Prälat Peter Neher erinnerte an eine Aussage Wertmanns, wonach es notwendig sei, sein ganzes Sein einzusetzen, um die Not der anderen zu lindern und dass man sich bis zum Letzten hingeben müsse in der Liebe zum Mitmenschen. In einer Festansprache erwähnte Neher auch Schattenseiten im Leben Wertmanns, etwa in seiner Haltung zum Kolonialismus. Dennoch sei er nie Anhänger eines blinden Nationalismus gewesen. Bei einem Gottesdienst am Sonntag in Freiburg wies Erzbischof Stefan Burger auf die grundlegende Bedeutung von Solidarität und Nächstenliebe für die Kirche hin. Schon Wertmann habe Kirche und Caritas in der Verantwortung gesehen, an der Gestaltung des Sozialstaates mitzuwirken und für die Rechte von benachteiligten Menschen einzutreten, betonte der Freiburger Erzbischof. Wertmann ging es nicht nur um eine Organisation der kirchlichen Sozialarbeit, es ging ihm auch um das politische Engagement und die Stärkung der Fachlichkeit in der sozialen Arbeit. Domradio.de Christliche Nachrichten.